So, meine Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, und heute schauen wir mal wieder in ein Liebesorakel hinein. Wir werfen heute mal wieder einen Blick auf die Dreierkonstellation. Das heißt, wenn du jemanden in deinem Herzen hast, jemanden begehrst, von jemandem etwas möchtest, der ist aber noch nicht so ganz entschlossen oder ist in einer Ehe, einer Partnerschaft, dann wollen wir mal reinschauen. Wie sind denn da die Energien überhaupt so? Wo schlägt das Pendel aus? In welche Richtung geht's? Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So, bevor es losgeht, natürlich herzlich willkommen, meine liebe Linda, in der Kanalmitgliedschaft. Du bist zurück. Ich freue mich sehr. Also, Dankeschön. Wir haben jetzt seit 8 Tagen kein Kanalmitglied dazu gekriegt. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Normalerweise ist immer jeden zweiten Tag jemand dazugekommen. Dachte schon, irgendwie, da passt was nicht oder da gibt es wieder Probleme bei YouTube. Aber darf natürlich auch mal sein. Liebe Linda, du kommst natürlich gleich in den Lostopf für den Sonntag. Da gibt es nämlich immer die Verlosungen hier im Mitgliederbereich. Verlosung, Verlosung. Dann gibt es natürlich noch das große Deck für die Kanalmitglieder und private Videos von mir, von meinem Urlaub, wie ich für euch koche, wie ich Quizrätsel und Idiotentests für euch mache und so weiter und so fort. Also wer auch dazukommen will, gerne. Ja, bevor es losgeht, ein Wort an euch, das ist mir wichtig. Ich bin etwas traurig. Ich bin etwas traurig. Gestern ging ja die neue Reihe hier los. Die Reise zur Selbstliebe, was ist für dich gut, was kannst du für dich tun? Und da geht es natürlich auch mal darum, dass man auf sich schaut. Was ist denn eigentlich für mich gut? Ja, wo geht mein Weg hin? Was kann ich nutzen? Ja, was kann ich beachten, dass es mir besser geht? Und wir haben immer so auf den Videos so 5, 6, 7.000 Klicks pro Video. Das Video gestern hat weniger Aufrufe als meine Ankündigung, dass jetzt das große Deck im Mitgliederbereich verfügbar ist. Also da war ich so ein bisschen traurig und würde mir wirklich von jedem wünschen, dass er auch mal so ein bisschen ja, mit sich arbeitet, auf sich schaut, guckt, was kann ich mir Gutes tun, damit es mir einfach besser geht. Ich werde das Video jetzt wieder im Abspann einblenden. Wer es nicht findet oder sieht, einfach auf meiner Kanalseite Teil 1, die Reise zur Selbstliebe anschauen. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Es ist so ein schönes Reading geworden. Und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn das ganz, ganz viele Menschen ansehen und ganz, ganz viele Menschen die kommenden Legungen dazu noch mit anschauen. Weil wir wollen ja, dass es uns gut geht. Na, wir wollen ja happy sein, wir wollen glücklich sein, wir wollen in unserem Selbstwert sein. Ja, sagen, mir geht es gut. Ja, und dann schaue ich mal, was ist um mich herum. Das ist so ein bisschen die Mission davon. Also wäre mir ein großes Anliegen, wenn sich das ganz, ganz viele anschauen. Wie gesagt, ich blende es euch danach nochmal ein, weil das geht nichts. Da brauchen wir mehr Zuschauer. So, jetzt wisst ihr Bescheid, ne? So, wir brauchen mal ein Bild. Die Dreierkonstellation. Da gucken wir auf jeden Fall mal rein, was denn da so ein bisschen zu sehen ist. Genau, auf jeden Fall haben wir schon mal ein Bild. Das ist ja schon mal ganz gut. Und ich habe jetzt hier extra auch mal die Schlange mit herausgelegt. Das ist natürlich im Deck immer die Rivalin. Und wir schauen uns jetzt da auch mal die Energien an. Ja, was kann man denn da so Schönes sehen? Na? Okay, ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal bei ihm an. Ja, wir schauen mal bei ihm rein. Was gibt es denn da so als Themenkarte? Und dann schauen wir mal, was wir da haben. Ja, das sind die 6 Stäbe. Ja, das ist ja eigentlich so eine Glückskarte, ne? Die 6 Stäbe. Sieg, Lebensfreude, ja, Glückskarte, wenn man da so mal drauf schaut, ne? Da kommt einer dahergeritten, hurra, ich habe es geschafft, ich fühle mich gut, ich fühle mich wohl, ich fühle mich glücklich. Das ist natürlich schon mal erstmal so ein Hinweis. Ja, dass es ihm eigentlich jetzt hier in dieser Konstellation, die wir da haben, ganz gut zu gehen scheint. Ne? Weil, ja, es ist nun mal leider immer so, dass ja der Mann, also ich rede jetzt wieder aus der Sicht der Frau, die Männer drehen sich natürlich um, ne? Er hat es ja eigentlich ganz gut. Na, da ist er, da ist seine
Partnerin, das Nestchen, da ist die Affäre, da kann man sich austoben. Also für ihn ist scheinbar gerade alles gut. Na, also ist jetzt so mein erster Eindruck. Wir schauen mal, was wir da für eine Klärungskarte bekommen. Weil es ist halt auch leider häufig so, ne, dass der Mann, der macht dann immer Versprechungen, sagt, ja, ich komme schon bald, ich trenne mich bald, meine Beziehung ist sowieso schon nichts mehr, das ist ja wie Bruder und Schwester und was man da alles für Floskeln halt kennt. Na, aber aktuell sieht es mir schon so aus, dass für ihn so irgendwie alles passt. Na? Weil, wie gesagt, Sechs Stäbe ist so ein bisschen auch die Glückskarte im Deck. Und man sagt, ja, passt auch eigentlich bei mir. Ich habe den Stab dabei, ja, bei mir passt alles soweit. Und da kommt jetzt auch schon diese Karte. No, 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 no. Alles ist gut. Na, da geht es natürlich ums Zusammensein, ums Zusammenkommen. Ja, vielleicht mit ihr oder also sowohl auch als bei dir. Ja, da wollen wir jetzt mal noch eine Karte ziehen. Das interessiert mich jetzt. Wir schauen auf jeden Fall mal rein. Vielleicht kann man da schon so eine Tendenz erkennen. Okay, ja. Das Rad der Mühle dreht sich weiter. Ja, das ist ja etwas, was immer am Laufen ist. Die Mühle, ne, das ist sowas, ist schon ein bisschen Arbeit. Ne, man muss es natürlich jetzt hier auch irgendwo zwei Frauen recht machen. Aber ich glaube, ich habe jetzt hier schon mal wieder voll ins Schwarze getroffen, wenn ich mir das so anschaue, was ihn denn da gerade so ein bisschen an Energien umgibt. Also jetzt gerade eben in der Kollektivenergie, in diesem Orakel, geht es schon darum, das für ihn passt. Ja, er sieht man ja da auch, er läuft, er reitet da daher und sagt, hey, ja, was bin ich denn für einer? Ha? Hier, hab da zu Hause eine, dann habe ich hier nochmal eine. Jeder erzähle ich so, was sie will. Aber wir wollen jetzt mal weiter gucken, was wir da noch für eine Karte haben. Wir schauen jetzt mal bei ihr rein. Was sieht man denn da so ein bisschen? So. Was ist das denn? Das sind die vier Münzen. Okay. Ja, bei den Münzen geht es ja immer eigentlich, ja, passt vielleicht auch so zusammen, immer um etwas Greifbares, was man greifen kann. Und wenn ich mir diese Karte da so anschaue, habe ich schon den Eindruck, als würde sie sich ihn gerne auch greifen wollen. Ne? Weil man sieht ja hier an der Karte, da ist in dem Fall sie. Na, sie hat da ihren Besitz, na, und den verteidigt sie, dann steht sie drauf, dann krallt sie sich fest, dann hat sie noch eine im Kopf. Die Münzen, eher materielles, greifbares, und er ist ja auch ein Material in dem Fall, na, dass sie sich da schon, glaube ich, so ein bisschen an ihm momentan festkrallt. Ja? Frauen haben ja immer eine sehr, sehr gute Intuition, na, ein sehr gutes Bauchgefühl, wo man dann schon sagen kann, ja, ich denke mal, diese Frau hat vielleicht schon so eine Art von Vorahnung. Na, wenn sie sagt, okay, ich klammere mich jetzt mal an meinen Mann, an meinen Wunschpartner, Partner, weil ich denke, da ist vielleicht irgendetwas faul, da ist was im Busch. Na? Also von daher, die vier Münzen, da geht es um Besitz, da geht es auch ja, um Stabilität, die Stabilität wahren, na? Schauen, dass das alles so bleibt, wie es ist. Also da ist eine harte Nuss zu sehen. Und er ja eigentlich auch. Ne? Weil sollte er dir hier in diesem Orakel erzählt haben, er trennt sich sowieso bald, dann ist das falsch, weil wenn ich mir diese Karten hier anschaue, da genießt er schon schön sein Dasein. Ne? Der Hahn im Korb quasi. Ne? Freut sich, schaut ja hier irgendwie auch auf beide Frauen drauf. Und seine Partnerin, ja. Die Klammer da gerade so ein bisschen, hat vielleicht schon so eine Vorahnung, worum es denn da gehen könnte. Und wir gucken mal, was wir da als Klärungskarten aus dem Lenormand-Kartendeck so ein bisschen sehen. Okay, passt, passt. Sie ist die Königin, ja, oder das denkt sie auf jeden Fall mal. Na, ich habe die Krone auf, ich habe hier meinen Besitz, meinen Partner, ja. Wie kannst du es wagen, dich ihm anzunähern? Ja, ich werde kämpfen für ihn. Ich habe hier alles im Griff. Ja, ein König, Krone, Königin, König. Das ist ja einer, der hat immer den Überblick und hat immer alles im Griff. Also sie weiß schon wahrscheinlich auch ganz genau, wie sie ihn anzupacken hat, wie sie da vorzugehen hat.
damit er ihr nicht entgleitet. Na, also da, diese Karte, die passt eigentlich ganz gut zu den vier Münzen, dass man sagt, ja, sie weiß, was sie hat, sie wird das auch verteidigen. Die Krone, die Königin oder der König ist ja auch dafür verantwortlich, Besitzer und Ländereien oder was man so hat, zu verteidigen. Ja. Ja, und da geht es auch um ihn. Also das ist jetzt natürlich schon spannend. Kann Grund dafür sein, dass er hier noch nicht wirklich dran denkt, zu dir zu kommen. Dass er sagt, ja, ich habe hier eine Frau, die tut schon alles, damit ich da bleibe. Ja? Ihr geht es absolut um ihn. Ja? Sie will das behalten, sie will das greifen, sie will das sichern. Ja, sie würde das auch verteidigen, ja, und das ist auch so eine Karte eigentlich, diese vier Münzen, wenn man etwas nicht loslassen kann. Na, wir sind jetzt hier zwar bei Materiellen, aber in dem Sinn übertragen würde ich schon auch sagen, da geht es auch darum, dass man nicht loslassen kann. Na, also von daher ganz schwierige Energie bei der guten Frau. Und wir schauen jetzt natürlich auch mal bei dir rein. Was sieht man denn da so? Oh, okay. Das sind jetzt die fünf Kelche. Ja, bei der fünf Kelche, bei den Kelchen, da geht es ja erstmal immer um Liebe. Ja? Und die fünf Kelche, da geht es natürlich schon ums Enttäuschtsein, ums Trauern, ums Einsamsein. Man sieht ja hier auch da, du stehst da, na, hast vielleicht so ein bisschen was, na? Diese zwei Kelche sind vielleicht gerade mal die Beziehung, die ihr habt, aber du willst ja mehr, aber da ist nicht mehr. Das ist alles, was noch da ist, ja. Und ich nehme mich jetzt da schon wahr, vielleicht auch gerade jetzt, wenn du diese Energie aktuell mitbekommst, hier in der Kollektivenergie, dass du sagst, ja, ich habe zwei Krüge, ich will aber alles, aber da ist gerade eben nichts, ja. Ich fühle mich da, ja, ich fühle mich da so ein bisschen einsam, traurig, enttäuscht, na, von dem, was denn da kommt, was er dann so von sich gibt, in Bezug auf unser Zusammensein, kriege ich nur zwei Kelche. Ja, es gibt ja 10 Kelche gibt's. Ja, und da sind zwei da. Der Rest, der liegt hier so rum, der ist umgefallen, ausgekippt, vielleicht auch weggetreten worden. Ja, dass ich in deiner Energie jetzt hier schon sehen kann, das ist eine ganz, ganz komische Energie. Ist ja sowieso immer in einer Dreierkonstellation. Ja, die einzige Person, die mir da nicht leid tut, ist in dem Fall jetzt hier dieser Mann. Ja, der hat das ganze Spiel initiiert, aber sie ist ja genauso betroffen wie du auch, weil er unehrlich ist. Na? Wenn ich meine Freundin nicht mehr liebe, dann mache ich Schluss. Und wenn, dann suche ich mir halt eine andere. Aber ich bin nicht in der Beziehung und gehe zu einer anderen und habe zwei und rammt irgendeiner von den beiden das Messer ins Herz hinein. Das macht man einfach nicht. Also, ihr seid ja unterm Strich beide die Gelackmeierten. Ja? Sie will festhalten, sie denkt, was wagst du nur? Ich bin die Königin, das ist meiner hier, ich halte mir den fest. Ja, er sagt, ich bin der Hecht im Karpfenfeld. Der Hecht im Karpfenfeld. Ich bin der Hecht im Karpfenteich. Ja? Und du, ja klar, du bist hier die leidet, die einsam ist. Ne? Wenn da nicht gerade mal ein Treffen stattfindet, bist du die einsam ist. Und die fünf Kelche, die sagen es eigentlich schon ganz gut. Na, dass es hier ein bisschen um Einsamkeit geht, um Trauer geht, auch ja so um Enttäuschungen geht. Na, wenn du sagst, ja, wenn er dich liebt, dann wird er ja gleich zu dir kommen. Ja? Und nicht erst irgendwann. Wenn ich von einer was will und die will was von mir, dann sind wir eigentlich relativ schnell ein Paar. Ja, aber es ist ja nicht so, wenn ich von einer was will. Und sie sagt, sie will von mir was, aber jetzt noch nicht, sondern erst mal irgendwann. Also, das macht ja schon gar keinen Sinn. Diese Warterei, gerade in der Dreierkonstellation, ist ein ganz, ganz zweischneidiges, gefährliches Schwert, wo man dann schon sagt, das geht zu 90% nicht gut aus. Der wird sich nicht von seiner Frau trennen. Aber wir schauen jetzt da mal an. Haben wir denn dafür eine Klärungskarte? Der Tee, also wie oft will mir denn der Tee jetzt noch aus dem Deck hüpfen? Ha? Also hier gibt es auch etwas, was mit Warten zu tun hat. Und ich habe es ja gerade noch gesagt,
diese Warterei auf jemanden, der noch in einer Beziehung ist. Je länger man da wartet, umso weniger ist die Wahrscheinlichkeit da, dass er sich überhaupt trennt, weil es groovt sich alles ein. Und am Ende bist du die, die verloren hat, weil sie eben hier, ja, traurig, einsam und enttäuscht ist, dass nichts passiert ist. Also das ist schon wieder so ein stimmiges, rundes Deck. Wahnsinn. Also, ja, es geht hier absolut darum, um dich zu sagen, nein, entweder du kommst jetzt zu mir, wenn du mich liebst, oder ich lass dich los, weil ich mache das nicht mit. Ich bin viel mehr wert. Und da bin ich ja natürlich schon wieder bei meinem Video von gestern. Na, das schauen wir uns ja jetzt dann im Nachhinein alle an. Ne? Ja, die passt auch gut dazu. Klar, das Warten auf eine Partnerschaft. Ne? Deine Energie absolut rund, einsam, enttäuscht, traurig. Ja, weil du so lange wartest, bis die Beziehung hier irgendwie zustande kommen könnte, was sie nicht tut, weil A, hält sie hier extrem an ihm fest, ja, sie wird diesen Mann nie loslassen, das wird immer ein Faktor sein und ihm gefällt es ja gerade eben ganz gut, ne, also was will er denn mehr, ne, da hat er jetzt zwei Hühner, er ist der Hahn im Korb, ist doch alles wunderbar, was will man denn da noch mehr, ne? Ja, meine Lieben. Wir wollen nochmal schauen. Wir bitten jetzt nochmal um eine Botschaft dazu aus der geistigen Welt zu dieser Konstellation. Ja, und da haben wir hier die Sonne bekommen und die andere Karte ist auch gleich mit rausgesprungen. Das Schwert. So, und das ist jetzt etwas, was ich sagen muss, sehr, 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 sehr gut dazu passt. Ja, das heißt, du musst auch für dein eigenes Glück einstehen. Du musst auch mal das Schwert nehmen, musst Verbindungen, Bande trennen, ablösen. Es geht hier wirklich um dein Glück. Ja? A kann das heißen, dieses Glück, ja, tut dir nicht gut. Das verletzt dich nur. Ja? Auf der anderen Seite kann das natürlich auch heißen, dass du auch für dein eigenes Glück einstehen sollst, für dein eigenes Glück kämpfen sollst und sagen sollst, Moment mal, mir geht es jetzt hier in dieser Situation nicht gut. Ja, ich möchte mich wohlfühlen, ich möchte mich gut fühlen, ich möchte Leichtigkeit haben. Die ist hier überhaupt nirgendwo zu sehen, nur bei ihm. Nur da. Ja, sie hat es schwer, weil sie denkt, sie muss jetzt krallen, ja, festhalten. Du hast es schwer, weil du dich einsam, traurig, alleine fühlst, weil nichts vorangeht. Er kann dir ja noch so viel Honig um den Mund schmieren. Ja, Worte sind schön, Taten sind besser. Ja, und wenn er dir nur erzählt, ja, bald komme ich, ich liebe dich doch, ach, da ist was ganz Besonderes zwischen uns, ich spüre ja unsere Verbindung, ja, dann soll er auch etwas tun. Ja, reden ist schön, tun ist besser. Na, nicht immer reden, 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 sondern machen und auf jeden Fall mal hier eine Entscheidung fällen. Ja. Ja, meine Lieben, das war mal wieder super rund für dieses Orakel. Wenn du jetzt sagst, oh, ich bin auch in so einer Situation und möchte mal gern die Energien sehen, die da überhaupt so sind, damit ich mal ein bisschen mehr Klarheit bekomme oder alles andere rund um die Liebe, dann schreib mich natürlich gerne an, weil meine Nummer ist immer unten in der Infobox. Sag mir Bescheid, dann mache ich ein persönliches Reading für dich und dann wollen wir mal schauen, ob du auf dem richtigen oder auf dem Holzweg bist. Na? Ist ja auch gut für dich. Und so nicht vergessen. Jetzt blende ich euch noch das Video ein von gestern, das wir jetzt alle anschauen werden, ne? Weil wir wollen ja auch für uns etwas Gutes tun. Wir wollen wachsen, wir wollen gut schwingen, wir wollen stark sein, wir wollen selbstbewusst sein. Geh mit auf diese Reise. Ich blende es jetzt hier nochmal ein und ich würde mich wirklich freuen, wenn das ein paar mehr Leute anschauen würden, wie nur ja, 10 von 10. Das schlechteste Video, was ich jemals hochgeladen habe, das hat dieses Reading von gestern nicht verdient. Ne? Also meine Lieben, macht's gut, seid lieb zueinander, achtet auf eure Zeichen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Arrivederci!